Hallo, grüße euch. Wir schauen uns heute mal kurz ein kleines Update an zur Nel Asa, also Wasserstoffaktie. Hat sich super entwickelt, nachdem es also hier, ja, wenn wir mal hier 3 Jahre zurückgehen, das ist immer so mein Lieblingszeitraum. Dann sehen wir hier also immer wieder kleinere Rücksetzer. Volatilität ist natürlich hier gegeben, aber der Aufwärtstrend ist doch relativ stabil gewesen immer wieder, und hier habe ich auch nochmal nachgekauft. Das war so im Dezember rum, und als ich hier dann nochmal so einen kleinen Dip gab im Januar, habe ich auch nochmal für ja, ein paar Stück nachgekauft. Also nicht so viel, dass sich ja hier um eine relativ volatile, spekulative Aktie handelt auch. Aber wir sehen jetzt hier auf jeden Fall wieder ein neues Allzeithoch, und ja, also ich bin jetzt mit gut 24% insgesamt im Plus und kann mich auch nicht beschweren. Und wie gesagt, für mich ist das zum einen eine spekulative Aktie, das heißt, da bin ich also nur mit einem ganz kleinen Prozentteil, also sagen wir mal 5% oder weniger meiner Depotgröße investiert. Auf der anderen Seite doch relativ langfristig, das heißt, mein Plan ist, diese Aktie längerfristig zu halten, da sich meiner Meinung nach ja, ein, zwei, drei Firmen in dieser doch recht neuen Branche, die sie jetzt gerade wieder ein bisschen hyped, durchsetzen werden. Und meiner Meinung nach hat die Nel da eine sehr gute Chance, eine von diesen Aktien zu sein. Und dann sehe ich so eine Aktie auch bei, ja, wer weiß, wohin die dann noch geht, ja? Also ähnlich wie Tesla oder so, also auch gerne noch bei 100 € oder was weiß ich wo. Und von daher behalte ich die einfach, egal was da jetzt kurzfristig diese Schwankungen sind. Ich habe da auch keinen Stop oder irgendwas. Damit ist letztlich von der Depotgröße her, also von der Positionsgröße her, eben so klein gehalten ist, dass mir das dann letztendlich auch wurscht ist, selbst wenn die Aktie jetzt komplett ausfallen würde. Aber damit vermeide ich eben, dass ich einfach frühzeitig ausgestoppt werde und dann eben mehrere hundert oder vielleicht sogar 1000% dann mittelfristig bis langfristig dann liegen lasse, was mir zum Beispiel jetzt auch bei Tesla passiert ist. Ja, das soll es gewesen sein zum Update-Thema Nel Asa. Also lieber abschließend nochmal zusammenfassend, lieber etwas kleinere Positionsgrößen und dafür eben einfach den Stop ja, sehr tief setzen oder gar keinen Stop setzen, einfach sagen, okay, wenn theoretisch, wenn es dann Totalausfall gibt, dann gibt es eben einen Totalausfall. Ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, ich bin da mit 1000 € investiert. Theoretisch sind die 1000 € eben weg, ja. Aber wenn ich recht behalte, sind aus den 1000 € eben 10.000 € geworden in den nächsten, ich weiß nicht, paar Jahren. Dann habe ich hier ein Verhältnis von 1 zu 9. Ja, und damit kann ich gut leben. Das soll es gewesen sein für dieses kurze Update zum Thema Nel Asa Aktie. Und bis zum nächsten Mal. Euer Thomas Klein. Ciao.